Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorievideo und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist vom guten Dragon Ball Fan. Was wäre, wenn Son Goku nie den Super Saiyajin Blue gelernt hätte, sondern nur den Super Saiyajin Gott? Auf alle Fälle eine schrecklich aussehende Super Saiyajin Stufe weniger. Hier sage ich es gleich wieder am Anfang. Alles, was ich im Video sage, ist meine persönliche Meinung. Wer es anders sieht, ist vollkommen in Ordnung. Viele glauben ja, der Super Saiyajin Blue ist stärker als der Super Saiyajin Gott. Ich persönlich bin absolut nicht der Meinung. Im Film wurde ja gesagt, dass Bild 70% seine Kraft eingesetzt hat. Klar, im Anime wurde es nicht gesagt. Aber bei diesem harten Kampf, was die beide sich geliefert haben, bin ich immer noch der Meinung, dass Bild 70% eingesetzt hat. Ich meine, wenn der Super Saiyajin Blue stärker ist, müsste ja Bild 90% oder so einsetzen. Bei Son Gokus 10-facher Kaioken wäre er ja 9-mal so stark wie Bild. Ganz zu schweigen von Vegeto als Super Saiyajin Blue. Im Manga ist es natürlich ganz anders, aber ich gehe auch nach dem Anime, Leute, nicht nach dem Manga. So, aber jetzt dazu, was anders wäre. Gegen Hit hätte Son Goku dann auch nicht so viele Probleme gehabt, wenn nicht sogar gar keine. Und der stärkste Kämpfer Monaka hätte nicht sein Können zeigen können, was uns alle die Tränen aus den Augen gepresst hätte. Zamasu und Black, Talis Fake, hätten selbst in ihrer Potara-Fusion keine Chance gegen Son Goku als Super Saiyajin Gott. Und selbst wenn, könnte Son Goku als Super Saiyajin Gott immer noch die Kaioken einsetzen, wo ich auch glaube, dass sie mit dem Super Saiyajin Gott eine höhere Kaioken möglich ist, so 50-fache, wenn nicht sogar noch mehr. Beim Turnier der Kraft könnte nur Jiren Son Goku etwas anhaben, wenn er wirklich der Kämpfer ist, den Whis gemeint hat. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr noch weitere Theorievorschläge habt, dann schreibt dies auch in die Kommentare. Wenn sie mir gefallen, nehmt es auf jeden Fall gerne mit auf meine Liste. Und wenn euch das Video noch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!